Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum zweiten Orakeltag aus dem Heidelberger Zoo. Gürteltier Arnold ist bereit, wird jetzt auch abgesetzt. Deutschland gegen Ghana, es geht los. Wir schauen, was es wird. Das Gürteltier orientiert sich in den ghanaischen Gang mit der Flagge und der Platte. Das ist also die Großchance für die Ghana, aber Neuer kann halten. Sensationell, es geht zurück für das Gürteltier in den Vorraum. Jetzt nimmt es Fahrt auf und geht in den Gang mit der deutschen Flagge und Platte. Özil kommt also über rechts, passt in die Mitte auf Khedira. Da ist Müller frei. Müller bekommt die Flanke, Kopfball aber Pfosten. Oh, das war knapp. Das Gürteltier orientiert sich zurück in den Vorraum. Die Deutschen tun sich also im Moment etwas schwer. Jetzt der Weg zurück in den deutschen Gang. Da ist er schon fast an der deutschen Platte, wird gestreift. Müller hat den Ball. Ist das die Entscheidung? Müller! Tor! 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 Da ist das Ding. Deutschland gewinnt gegen Ghana, laut Gürteltier Arnold. Ist das das Ticket für das Achtelfinale? Ich meine ja.